Wir gehen da an den Tisch. Komm. Eile. Hier ist wieder perfekt nicht aufgeräumt. Ich liebe mein Unternehmen und meine Mitarbeiter ganz doll. Hast du gehört, Julian? Ja. Perfekt. Hallo Leute, ich bin sehr aufgeregt und für manche schon wieder in einer Stimmung, wo manche sagen, boah, da geht mir auch ein Sack. Also, es gibt Neuigkeiten und zwar klamottenmäßig haben wir jetzt... Halt das bitte. Schmeiß doch weg. Warte. Warum freue ich mich so? Das ist ja ein späteres wieder, so 16 Uhr wiederum, ne? Ja. Jetzt geht's nur um die Klamotten. Alle Klamotten, die jetzt kommen, alle Kollektionen, die jetzt kommen, die sind 100% moi. In Verbindung, nee, die ist 100% Jean-Pierre. Die nächste ist Jean-Pierre und Max zusammen. Was auch Neues. Worauf sich die Leute sehr freuen können. Was echt brutal wird, aber das dauert noch ein bisschen. Ja. Die nächsten drei sind alle von mir gemacht. Die kommen jetzt in gleichmäßigen Abständen, so 14 Tage. Ne? Ich sag das auch alles, wie es ist. Da ist ganz, ganz viel Liebe drin. Da ist jetzt 100% Detail von mir drin. Alles, was draufsteht, von den Farben. Und es ist noch ein besseres Gefühl als die letzten Jahre. Die Klamotten, die wir gemacht haben, waren immer geil, fand ich. Waren immer geil, passend. Man kann es auch nicht, finde ich, Merchandise nennen. Es war so mal ein bisschen mehr als das. Teilweise wird es minimalistischer, teilweise wird es lauter eigentlich nicht. Es wird feiner, es wird durchdachter, es wird klüger. Die Sachen, die Message, die drauf ist, ist, man kann stolzer sein, es ist geiler. Stoffe sind nochmal geiler, aber es ist das gleiche Werk. Ne? Also es ist nicht, dass wir da was gemacht haben, sondern das ist das gleiche Zeug. Und ich bin sehr, sehr, wie bei so einem Autoprojekt. Nur hierbei ist es so, ihr seht den Prozess nicht, sondern ihr seht es jetzt einfach fertig, ganz. Deswegen bin ich auch so aufgeregt, wie ihr so reagiert. Und die Damen kriegen auch ihren Hoodie passend dazu. Endlich. Die Mädels endlich können sich freuen. Jeden Tag hunderte Nachrichten auf meinem Instagram-Konto. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist alles anders. Also es ist Sachen, die gefehlt haben. Und zwar geht's direkt hiermit los. Ganz viele Leute... Oder ganz viel, es gibt ja ganz viel, guck mal, wo wir angefangen haben mit Klamotten. Da gab es Felgen-Outlet, ne, Tilt und uns. Erstmal nur Tilt, dann kamen wir dazu und jetzt gibt es ja ohne Ende Klamotten. Aber was ich kaum noch sehe, sind Zipper. Und da haben wir wieder einen Zipper. Muss ich euch noch was zeigen. Jede Bestellung, jeder, bekommt jetzt das dazu. Jede. Okay? Ja. Also jede Klamottenbestellung, ne? Also beim Aufkleber geht das nicht. Sondern ob es ein T-Shirt ist oder ob es ein Hoodie ist. Oder eine Jacke. Oder so einen, wir haben einen neuen, der hat einen neuen Windbreaker, der ist auch in dem Schub dabei, der schießt euch weg. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt so mit Gummi drin. Warum hier Gummi drin? Weil bei den Videodrehs ist immer öfter war, wenn die diese Metalldinger sind oder auch Plastik, dass Leute, wenn ich mir die Autos angucke, dann baumelt das nach vorne. Ja, ja, genau. Und dann kommt das Geräusch und denkst du nur so, Digga, das war jetzt nicht schlimm, das ist nur so Plastik, ne? Und du siehst, Leute reagieren immer so und da das in meinem Leben sehr oft vorkommt, war das halt doof. Plus, die sind so dünn, nicht mehr diese dicken Dinger, das finde ich halt auch sehr geil. Die Öse ist nicht mehr so dick mit JP Performance drum. Und das mache ich nicht, um die Kohle irgendwie zu sparen, sondern einfach, um die Klamotten so ein bisschen dezenter zu machen. Ne? Mhm. Nicht mehr diese Riesenteile, Hauptsache steht JP Performance oben drum. Nein, ich denke, das brauchen wir nicht mehr. Ja? Diese Gummidinger jetzt hier, ich kann es einmal demonstrieren. Ja. Ihr könnt euch vorstellen, es ist alles von Herrn Krämer getestet. So, das wolltest du. Okay? Ja. Jetzt ist nicht mehr doofes Geräusch. Richtig. Genau. Dann mit einem weißen Verschluss hier drin. Ich muss ein bisschen Gas geben, sonst nerv ich die Leute, merke ich gerade, weil ich schon jetzt zu lange drüber quatsche. Sehr, sehr schöner Farbton. Okay. Und hier an der Seite jetzt ein schwarzes Gummilabel. Ich war vorher wurde auch ein bisschen nicht reingeredet. Ich wollte halt lauter haben, ne? So wie hier, dass es hier so rot ist, dass es auch jeder sieht. Ich denke, wir sind jetzt angekommen an einem Punkt, wo das cooler ist. Ne? Du siehst es nicht mehr so, so doll. Und das Ganze sieht hinten drauf so aus. And I'm Damon. Ich hab gerade überlegt, woher ich das kenne. Hatten wir das schon mal auf dem Shirt? Nein. Oder kenne ich das nur aus der Gruppe? Ja. Das war doch schon länger da drin, ne? Also, ja. Also auch die Arbeit an den Sachen ist deutlich länger, ne? An den Kollektionen. Was aber für euch ist ja vollkommen Wumpe. Ja. Ich habe da auch privat ja auch Spaß dran. Aber jetzt geht es mehr und mehr in die Bereiche, wo ich es halt wirklich voll und ganz
fühle und verstehe. Und jetzt habe ich auch mehr Überblick, habe mehr Stoffe hier vor Ort, habe mein kleines Räumchen, wo meine Sachen sind und ich kann das wirklich so zusammensetzen, kann auch die Kosten zusammenstellen, ne? Dass ich weiß, was kostet mich der Hoodie. Der Hoodie kostet mich so viel, weil ich dann hier karbonisiere, da mache ich Gummi, dann mache ich die Öse. Und ganz ehrlich, die Öse, so ohne JP Performance oder mit JP Performance, ne? Das macht einen Preisunterschied von, glaube ich, 4 Cent oder 3 Cent. Das heißt, das, auf die Menge, die wir es machen, das ist kein Geld. So, also Zipper haben wir. Dann haben wir diesen wunderschönen Hoodie hier, den ich hart liebe, weil es eine sehr, 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 sehr geile Farbe ist. Ja. Ja? Jetzt denken sich alle, ist das der Frauenhoodie, den du hast? Nein, ist er nicht. Das ist der Herrenhoodie. Finde ich gut. Ich finde es brutal stark. Okay, hinten drauf blank. Ja. Und, wie du es ja schon gesagt hast, gibt es dazu auch dann den Damenhoodie. Ah, richtig. Ein bisschen kleiner und, wie man sieht, keine Ösen. Ja. Weil so ein paar Mädels, die haben ja vorne so Sachen dran. Verstehst du? Wie du nicht. Du hast einen vorne, so wie ich. Okay. Okay. Und dadurch haben wir die Ösen weggemacht und die Bänder auch weggemacht, weil ich bin der Meinung, das sieht bei Mädels manchmal so ein bisschen doof aus, wenn es dazwischen so durchgeht oder so drüber durchgeht, ne? Weil die sind ja ein bisschen länger, die Bänder. Der Herrenhoodie hat auch die Bänder, ne? Der Herrenhoodie hat die und auch ein bisschen länger. Siehst du das? Ja. Ja. So. Und bei den Damen habe ich das weggelassen, weil es irgendwie so ein bisschen doof ist. Okay? Aber Partnerlook-mäßig oder so, ja, ja, passt perfekt. Und Damenschnitt, schönes Ding. Schönes Ding. So. Dann für die Leute, die so ein bisschen sommerlicher wollen, ne, haben wir so ein ganz, ganz, ganz warmes Gelb. Kommt das auf der Kamera rüber? Ja. Ja, ist noch ein bisschen pastelliger. Ja. Und jetzt fängt das auch sehr schön an zu arbeiten. Und ich finde, jetzt entwickeln wir uns noch mehr zu einem Label, was wirklich ein Klamottenlabel so ist. Ne, es ist ja leiser. Das ist schon sehr classy vom Style. Exakt. Ne? Wird noch nicht direkt als JP Performance erkannt. Ganz genau. Es ist gute Kleidung, es ist schöne Kleidung, es ist vom Design her gut verträglich, so wie diese Dinger hier, das, die Größen. Ne? Dann bin ich hier einen Tag rumgerannt und habe mir das folieren lassen und habe es dann drauf foliert. Habe dem Julian andauernd solche Sachen auf die Brust geklebt, damit ich die richtige Größe so für mich finde. Ja. Weil manche Sachen sind dann so, oh, ich finde den Pulli ganz gut, aber das Logo ist so fett. Und jetzt sind wir so an den Punkt gekommen, wo ich sage, das funktioniert gut. Ne? Für beide Parteien. Genau. Und hinten drauf ist einfach nichts. Okay? Mega, also fass mal Stoff an. Ja. Ne? Ja, so wie wir es kennen. Ja, so wie immer, ne? Genau. Der ist ein bisschen von der Garmatur ein bisschen hochgegangen. So, dann etwas für die Fraktion, weil jetzt ist ja noch ein bisschen warm, ne? Ein bisschen sommerlicher. Ein T-Shirt, was etwas lauter ist. Okay. I love it. Für die Insider, der Motor, der hier hinter ist, ist ein 917. Und auch sowas, dass man jetzt wirklich alles entscheiden kann, was man sieht, ob die Auspuffrohre noch drin sind im Rohr und sowas. Für mich war das ein wichtiger Schritt, dass die ganzen einzelnen Grafikschritte jetzt alle wirklich im Haus und alle wirklich am Mann passieren. Da ist er, Max! Können die Leute sich freuen auf die Kollektionen, die in Zukunft kommen? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen auch! Ja. Ne? Und auch vom Stilschritt. Nach den dreien, die dann kommen, geht es nochmal richtig nach vorne. Das ist ja ganz anders, ne? Ganz anders. So, und was wir haben, was man auch merkt, es gab diese Farben nie bei uns. Es gab so einen Stoff nicht. Ja, es gab weiße. Es gab mal so eins in der Sättigung, aber in Blau. Das war dieses Pikes Peak Shirt. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ich meine, so ein Creme, ein richtiges Creme-Shirt, gab es noch nie bei uns. Das stimmt, ja. Es gab weiße, aber sowas gab es nicht. Und trust me, it will suit you very well. Das haben wir. Dann kommen wir zum nächsten. Upsi. Vorne Stick. Okay? Ja, kein Druck. Das ist gestickt. Beim Stick bin ich ein Arschloch. Die Werke, die das für mich machen, mögen mich nicht. Okay? Weil Cremo möchte kleiner und
die hauen dir, die Firmen hauen dir einfach ein Stick um die Ohren. Ne? Denken sich, Europäer, ich keine Ahnung. Aber es gibt noch mal Unterschiede, wie es endet, wie es verläuft, wie hoch es ist und wie fein es ist und wie der Garn ausläuft. All diese Sachen machen einen Unterschied. Wenn du das so trägst, ja, ne? Wie das dann, wie es ausfranst, wie genau es zu lesen ist. Wo man dann meistens sagt, dass der Druck geiler ist, weil der Druck einfach exakter ist. Ne? Aber das geht auch mit Stick. So, und auf der Rückseite ist ein Motiv, wo ich gedacht habe, das dürfen wir nicht einfach so verschwinden lassen, wenn das Jahr vorbei ist. Und zwar ist das das einzigste Mal, wo wir ein Stück aus dem Kalender benutzen. Weil ich finde, diese Passage mit dem E30 finde ich einfach zu stark, dass man das einfach so verschwinden lässt. Ja, sieht gut aus. Ne? Und auch die Ausschnitte haben wir ein bisschen umgebaut, weil das war nicht ganz so nah ran. Das Ausschnitt haben wir ein bisschen zusammengesetzt, dass das wirklich kompakt auf einem Bild drauf ist. Und für den E30 und für den BMW-Liebhaber finde ich es super geil. Und auch so eine Kombi. Ich bin sehr happy, merke ich gerade. Bin wirklich stolz. So, jetzt kommt ein sehr, sehr, sehr geiles Teil. Und zwar kommt wieder ein Windbreaker, den ich persönlich hart fahre. Zwar sieht er so aus. Okay. Mit so einem Signalrot und so einem Miami Blue, kann man eigentlich sagen. Wieder mit den eingumminisierten. Wie heißt denn, Fabian, wie heißen nochmal diese Gummidinger? Die hatten einen Namen. Weiß ich nicht. Wie hießen die nochmal? Weiß ich nicht mehr. Oder das hier. Ne? All diese kleinen Details. So, und dann könnte man hinten wieder voll drauf dampfen, ist aber nicht. Hinten drauf ist das Ganze so. Perfekt. Das sieht man. Ja, geil. Mega geil, ja, ne? Ja, richtig. Was natürlich dadurch gekommen ist, weil es einen dollen Strukturwechsel gab, nicht bitte böse sein, es kommen jetzt öfter Kollektionen, aber Mengen sind runter. Ja, ich sag das nicht, damit ihr schnell bestellt. Ich will nur vorwarnen, die Mengen sind runter, weil es kostenmäßig auch alles etwas teurer geworden ist. Und ja, ich will einfach mir nicht fett in die Pfoten verbrennen, ne? Dass wir Sachen bestellen, die Sachen liegen bleiben. Es wird jetzt wieder viel, viel häufiger passieren, dass Sachen ausverkauft sind. Rucki zucki, okay? Schub Nummer 1. Ich denke, man kann mir anmerken, dass jetzt nochmal eine Steigung drin ist, weil es einfach jedes Stück, jedes Stoff, jede Höhe, jeder Reißverschluss, jedes Detail ist einfach Cremo. Man könnte sagen, jetzt bin ich ein Modezar. Das Designer. Springing in the action like a bungee cord. Standing on the corner getting no applause. Squinting through my eyes, I don't know them boys. What you hoping for?